Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Railroader. In der letzten Folge haben wir hauptsächlich ein bisschen Personenverkehr betrieben. Einmal mit der Diesellokomotive. Der liebe Bernie Boy, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe, hatte mir den Vorschlag gegeben, auch mal wieder mit der Dampflokomotive den Personenzug zu ziehen. Diesen Wunsch werde ich auch umsetzen. Nur ich habe auch in der Zwischenzeit noch ein bisschen weiter gedattelt, hatte dann festgestellt, dass ich doch ich den falschen Wagen hier im Fokus hatte, sondern das war der hier stand, der noch rausgezogen werden musste. Habe ich dann gleich mitgemacht und jetzt steht er hier bereit zur Abfahrt oder besser gesagt zur Abholung. Und dann ist oben in Breezone auch noch ein Güterwagen noch dazugekommen. Der abgeholt werden muss. Und den würde ich dann ebenfalls gleich einmal zusammenstellen oder auf das Abstellgleis stellen, wo wir den Wagen dann abholen. Und ja, der Personenzug ist ja jetzt hier unterwegs Richtung Whittier. Da würde ich dann hier erstmal wieder die Dampflokomotive 1 dafür verwenden. Müssen wir nur kurz mal warten, bis sie fertig geladen ist. Der Tender ist eigentlich noch relativ gut gefüllt. Dann können wir die einmal schnell runter zu Whittier Station bringen. Dann können wir die da einmal drehen und stellen sie dann da auf diesen kleinen Abstellgleis ab, das ja am auf dem ersten Bahnsteig ja sozusagen oder vom ersten Gleis ja abzweigt. Und dann können wir die Diesellokomotive abhängen, die Dampflokomotive anhängen und können dann mit der Dampflokomotive wieder ein paar Touren wieder absolvieren. Kann man auch machen, weil ab da ist ja, wie soll ich sagen, da ja wie soll ich das bezeichnen? Weil dann, ja, weil der Hauptverkehrs oder die Hauptverkehrszeit ja dann sozusagen vorbei ist und dann ein bisschen weniger Personenverkehr auf der Strecke abläuft. Und da ja die Dampflokomotive, okay, die hat zwar auch eine sehr hohe Endgeschwindigkeit, aber ich glaube, die Zugkraft ist nicht so stark ausgeprägt wie jetzt hier bei der Diesellokomotive. Und deswegen können wir jetzt in der schwächeren Zeit eigentlich die Dampflokomotive dafür wieder sehr gut einsetzen. So, hier müssen wir dann erstmal wieder runterbremsen. Vor der 30er-Zone. So, das haben wir jetzt auch hier. Falsch abgepasst. Also Kohle und Wasser ist auf jeden Fall genügend vorhanden. Die Maschine 10 hat, wie gesagt, ja gerade keine Aufgabe. Ne, die hat keine Aufgabe, alles klar. Und wenn der Personenzug noch nicht rechtzeitig im Whittier angekommen ist und also wir noch ein bisschen Zeit haben, dann können wir uns dann auch nochmal um den einen Güterwagen drum kümmern. In Breezone. Ihn dann, wie gesagt, auf das Abholgleis hinzustellen und dann können wir so gegen Mittag, das wird wahrscheinlich dann in der nächsten Folge passieren, mit der Lokomotive 11, also mit der großen Güterzug-Lokomotive, diesen einen Wagen abholen und dann noch die zwei weiteren von der Whittier Station runter zum Sägewerk transportieren. Und wenn dort noch die anderen Güterwagen fertig sind, die im Sägewerk ja auf der Beladestelle, auf dem Beladegleis ja gerade aufgeladen werden, können wir die dann auch hier noch mit dann abholen. Aber erstmal müssen wir erstmal die Maschine 1 Richtung Whittier Station bringen. So, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Hier sind wir jetzt aus der 40er Zone wieder. Oder wo die Maschine sonst in der 40 ja, rausspringen könnte.
auch ein bisschen langsamer fahren. Gut, der Personenzug ist jetzt 10.13 Uhr jetzt oben in die Lea angekommen. 2 Minuten Aufenthalt hat der. Also haben wir noch ein bisschen Luft jetzt noch drin. Ist nur die Frage, ob die Luft sozusagen ausreicht, um auch die Lokomotive noch einmal drehen zu können. Aber das wird sich ja dann jetzt gleich zeigen. Ist die Weiche denn hier richtig gestellt? Weil wir müssen dann ja hier einmal auf das Wendedreieck, um die Maschine einmal wenden zu können. So, die Lokomotive, der Personenzug hat jetzt die Fahrgäste aussteigen lassen und ist jetzt wahrscheinlich dann dabei, die neuen Fahrgäste einsteigen zu lassen. So, ab hier haben wir ja eine Höchstgeschwindigkeit bei 20. Oh, sind wir auf dem Weg dorthin. Fährt er schon weiter? Nee, da steht er noch. Aber würde ja auch ankündigen, wenn jetzt der Personenzug jetzt weiterfahren würde. So, die einmal stellen, zurückfahren. So, jetzt fährt er weiter, also haben wir noch genügend Zeit, die Maschine da noch abstellen zu können. Wenn dann der Zug dort eingetroffen ist, wird es wahrscheinlich so 10.20 Uhr, vielleicht 10.25 Uhr soll es ungefähr sein. Dann warten wir bis 10.30 Uhr und dann fährt der Zug wieder ab. Also in diesem Zeitraum haben wir genügend Zeit, die Maschinen tauschen zu können. So, damit steht die Dampflokomotive schon mal in der richtigen Richtung. Können wir dann auch gleich einmal umhängen. So, und dann können wir sie jetzt hier erstmal stehen lassen, noch vielleicht ein kleines Stück, nicht, dass der Personenzug aus irgendeinem Grund dort blockiert wird. Wunderbar. Kann er auch noch weiter reinfahren und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis der Personenzug hier oben angekommen ist. Dann zeige ich noch mal einmal schnell den einen Güterwagen, den ich meine. Ich habe die Maschine 2 auch schon so ein bisschen vorbereitet, sie auf die Drehscheibe dafür bewegt und muss jetzt erstmal nur noch die Drehscheibe noch mal einmal kurz bewegen, damit wir die Maschine, den Güterwagen ja hier abholen können. Keine große Fahrt, nur ein bisschen mit ein bisschen Rangierarbeit zu tun. Und zwar ist das dieser Güterwagen, den wir hier rausholen müssen. Und wenn wir den rausgeholt haben, ist es dann hoffentlich auch schon kurz vor 11 oder so. Und dann, ja. Hängen wir die Maschine 11 wieder davor und bringen ihn wieder zurück zur Whittier Station oder beziehungsweise Richtung Whittier Übergabegleis. Sind denn die Weichen richtig gestellt? Die steht richtig, die steht richtig. Die müssen wir einmal stellen. Dann kommen wir auch auf das Gleis dorthin, wo wir den einen Güterwagen auch abholen können.
wie viele warten hier schon? Ah, 42 Fahrgäste, okay. Nicht so viele, aber könnten auch weniger sein, theoretisch gesehen, ne? Oh. Beides, beides. Einmal rein und ziehen den einen Güterwagen raus oder hol ihn besser gesagt raus. Ach, wir müssen den noch ein Stück weiter reindrücken, okay. Und den Güterwagen drücken wir dann jetzt einmal hier auf das Gleis rauf, stellen den da wieder ab und dann bringen wir ihn hier da drüben links oder rechts neben den Baumstammwagen. Doch, jetzt bekomme ich die Nachricht. Okay. Gut, dann lassen wir jetzt die Lokomotive hier einmal kurz mal stehen. Gehen rüber zu der Dampflokomotive 1. Wir aktivieren hier die Steuerung. Nur bevor nehme ich einmal die den Automatikbetrieb von der Diesellokomotive raus. Wieder zurück zur Dampflokomotive. Und dann fahren wir sie jetzt einmal hier raus. Und hängen sie dann jetzt einmal hinter die Personenwagen. Und wenn wir die angehängt haben, dann kuppeln wir diese Lokomotive ab. Sauber herangefahren, sehr schön. So, die ist dann jetzt angeschlossen. Dann nehmen wir die Diesellokomotive raus und sich jetzt hier noch mit einem Personenwagen festlegen, wo der Zug denn oder bis wohin der Zug verkehrt und an welchen Haltestellen er natürlich hält. Gut, wie viele haben wir hier? Knapp über die 60. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wir mal das Gebimmel kurz mal ausschalten. Gehen wieder rüber zur 2. War hier schon gestellt. Gut, müssen wir noch ein Stück weiterfahren, damit wir den Wagen abstellen können. Und dann, wie gesagt, bringen wir ihn auf einen der beiden Gleise hier. Fahrgäste oder Dollar noch mal dazu. Ich glaube, das haben die zweimal irgendwie abgerechnet, ne? Oder ja, insgesamt 240 Dollar für die Fahrgäste. Weit rein, damit wir ihn auch wieder schnellstmöglichst wieder rausbekommen. Machen wir für die Entladung auch die Tür auf. Sauber die Schiebetür des Güterwagens.
und bring dann jetzt den Güterwagen auf das Bestimmungsgleis. Na komm. Ach, der hat nur den scheiß Tender angewählt, ne? Kacke. Einmal nicht aufgepasst und schon verpennt. Gut. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Bevor wir die Steuerung der Dampflokomotive ja sozusagen übernehmen müssen. Schön. Läuft ja wie geschmiert. Dann einmal wieder zurücksetzen. So, welche war? Die sind gerade. Dann stellen wir ihn, wie gesagt, hier einmal ab. So. Dann stellen wir, wie gesagt, den Wagen jetzt hier einmal kurz ab. Die kommt dann jetzt erstmal wieder zurück ins Depot. Und dann ist es wahrscheinlich auch dann schon so weit, dass wir den Personenzug auch abfahren lassen können. Weiß so viel, dass jedenfalls in den Bahnhofsbereichen bei den amerikanischen Bahngesellschaften oder bei den meisten jedenfalls, also im Bahnhofsbereich beziehungsweise, also ja, also hauptsächlich in den Bahnhöfen oder Bahnhofsanlagen besser gesagt, eine Höchstgeschwindigkeit zwischen 15 Meilen pro Stunde bis Maximum 20 Meilen pro Stunde herrschen. Und im Abstellgleis oder da, wo die Güterwagen und im Betriebswerk herrschen auch diese 15 Meilen pro Stunde und auf dem Rest der Anlage herrschen sind eben halt 20 Meilen erlaubt. Woran wird so ein bisschen hier, ich mich so aus Spaß ein bisschen richten kann, wenn ich ein bisschen die Zeit dazu habe. Wenn nicht, dann geht es auch schon mal ein bisschen zügiger zu. Oder sollte es auch zügiger zugehen. So, und bei Drehscheibe steht ja im Grunde auch schon richtig, können wir gleich durchfahren und dann stellen wir sie hier ab, können wir die weiche Drehscheibe auch schon mal auf die 11 umstellen, so dass wir die dann auch dann gleich rausholen können. So, einmal. Fahren wollte ich die ja noch nicht, sondern erstmal nur die Drehscheibe einmal für sie bewegen.
dass die schon mal richtig steht, dass sie dann für den für das Rausfahren dann schon mal bereit steht. Kleines Stück noch, wunderbar. Ja, Gebimmel ist aus, gut. Dann gehen wir einmal runter zu der Diesellokomotive eigentlich nicht, aber die ist ja abgekoppelt, ne? Dann fahren wir sie noch ein kleines Stück weiter raus. So, dass sie nicht mehr dranhängt. Viele Fahrgäste sind das jetzt nicht gerade. Vielleicht kommen jetzt in der letzten Minute auch noch welche dazu. Muss man dann einmal sehen. Also wie gesagt, 41. Ja, knapp 80 Fahrgäste haben wir jedenfalls dann an Bord. Wie gesagt, jetzt fährt sie erstmal wieder in einem 30-Minuten-Takt und da ist die Dampflokomotive dafür eigentlich auch gut geeignet dafür. So, dann haben wir jetzt noch 10 Sekunden Zeit. Können wir schon mal nochmal den Fahrtrichtungshebel von der Dampflokomotive nach vorne stellen, damit wir nicht gleich versehentlich rückwärts fahren. Gut, und damit fährt dann jetzt der Lokomotive dann jetzt los. Fahren wir jetzt einmal schön von Vitier Richtung Grison und zwar einmal mit Dampfkraft. Oder Dampf, oder Dampfgespannung sozusagen. Ne? Wasserreich ist dort relativ. Müsste noch alles ausreichen. Werden. Aber an Geschwindigkeit nimmt sie nicht ab. So sogar, wenn ich sie richtig sehe, sogar auch ein bisschen mit drauf, ne? Gut, dann nochmal weiter abbremsen, weil wir sind ja gleich in der 30er-Zone. Oder nähern uns ja langsam der 30er-Zone. Und da ist dann ja auch ein bisschen Vorsicht geboten. Sehr schönes Bild. Oh, hier können wir dann wieder ein bisschen Gas geben.
Na komm, 80, genau. Die Bremskraft wollte ich auch haben. 20 Personen, also reicht vollkommen aus. Wunderbar. Na, da sind nur zwei, also okay, steigen mehr aus als ein, aber egal. Sind sie schon dabei einzusteigen? Okay. Ja. Wie gesagt, 34 sind wir ja angetroffen. Bis 36 warten wir kurz. Und dann fahren wir weiter. $43 für die Fahrtickets. Dankeschön. Gut, dann mal kurz mal hier was nachschauen. Nö, sonst eigentlich relativ alles in Ordnung. Nee, gut. Okay. Also knapp 60 Fahrgäste haben wir gerade an Bord. Ja. Wasser ist ja auch noch genügend vorhanden. Hier hat ja sowieso keinen großen Wasserkasten. Hier passen ja sowieso nur knapp 3400 Gallonen Wasser rein. So, und dann können wir jetzt auch weiterfahren. Ausgerechnet jetzt, wo ich abfahre, ne? Ja, wie heißt es jetzt so schön? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, ne? Naja, egal. So, dann müssen wir jetzt mal zusehen, dass wir dann schnellstmöglich nach Lösung kommen. Und dann müssen wir erstmal dafür sorgen, dass die Lokomotive eigentlich aufgerüstet werden muss, die sie nicht im Boden hat, hat hier noch genug, aber das können wir dann erst genau sagen, wenn wir in Brisbane angekommen sind. Und erst dann können wir ganz genau sagen, ob wir da noch Wasser brauchen. Kohle auf jeden Fall nicht, das sehe ich schon. Kohle reicht noch vollkommen aus. Aber Wasser. Und wenn wir sie aufgetankt haben und wieder umgesetzt haben, haben wir vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, schon mal den Güterzug vielleicht auch etwas vorzubereiten. Für die Phase 4, also für die Rückfahrt. Weil so wie es momentan für mich aussieht, sieht es so danach aus, als ob da oben keine weiteren Güterwagen mehr heute dazukommen werden. Also bereiten wir sie dann vor, lassen sie dann mit den einen Güterwagen zurückfahren, fährt sie nicht komplett leer zurück und nimmt dann auch noch die zwei mit, die dann, wie gesagt, oben in der Retier Station abgestellt sind, bereit für die Abholung. Scheinwerfer an, damit die Leute auch Bescheid wissen, dass der Zug sich nähert, damit sie auch wissen, dass da was kommt. Noch ein bisschen was raus, noch ein bisschen mehr rausholen hier.
wieder die etwas schärfere Stelle wieder auch erreicht. Und dann sie problemlos befahren. Auch wenn es mit einer etwas relativ hohen Geschwindigkeit ist, aber immerhin noch keine Schäden. Wasser reicht noch vollkommen aus. Gut. Dann bewegen wir sie, bringen wir sie nur einmal schnell zur Drehscheibe und drehen sie einmal schnell. Und dann spannen wir sie wieder am anderen Ende des Zuges ein. Und dann müssen wir nur einmal eben halt wieder warten, bis die Rückfahrt wieder eingetroffen ist, sozusagen. Die Weiche steht richtig, ne? Ja, gut. Wir fahren auf das erste Gleis ein. So soll es ja auch sein. Oh, 90 Fahrgäste. Immerhin noch ein paar. Gut, dann einmal wieder die Handbremse anziehen. So, dann nehmen wir die Kupplung auf. Und die Lokomotive einmal drehen lassen. Müssen wir die Weiche einmal stellen. Die sind nicht so schnell. Hat er ja was davon vorhin erzählt. Höchstgeschwindigkeit nur 20 Meilen im Bahnhofsbereich und in den einzelnen Zusatzbereiche sozusagen nur 15 Meilen pro Stunde. Mehr nicht? Naja, besser als gar nichts. Drehen wir sie einmal so, halb so schlimm. Und reicht der Schwung? Ja, wunderbar, das war gut. Dann fahren wir jetzt einmal hier wieder runter von der Drehscheibe. Und dann hier vorne noch einmal die eine Weiche stellen. So, dass wir hier bei dem Wagen die Wagen wieder hinten anhängen können. Oh, immerhin etwas. Ja, wie gesagt, 90 Fahrgäste waren das ja ungefähr.
die jetzt dann darauf warten, einmal zurückfahren oder ja, zurückfahren zu können. Ne? Mal ein bisschen die Bremse anziehen oder auch schon voll anziehen, so kommen wir wenigstens hinter der Weiche zu stehen, dass wir sie auch noch vernünftig stellen können. Dann noch ein bisschen mehr Bremse anziehen. Oh. Das war etwas zu stark, aber besser als wenn man zu hart gegen die Bahn andonnert. Wunderbar. So, dann einmal ein bisschen die Lockbremse anziehen, sodass wir hier noch vernünftig stehen bleiben können. Wunderbar. Gut, dann gehen wir einmal zur Lokomotive 11. Nehmt von der mal ein bisschen die Steuerung in die Hand und lassen sie an die Güterwagen, an den einen Güterwagen anhängen. Und dann kann sie theoretisch gesehen eigentlich auch schon durchfahren. Nutzen wir die Chance, dass wir sie vielleicht noch vor dem Personenzug abfahren lassen können. So, einmal die Weiche stellen. Die ist richtig, 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 richtig. Ja, alles richtig. Und die hat ja auch noch, wie gesagt, genügend, hat sogar auch noch reichlich Vorräte. Genügend Wasser, genügend Kohle, alles noch vorhanden. Und zwar in ausreichenden Mengen. Dann einmal wieder zurück. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann löse ich hier einmal die Handbremse, die ist auf der Seite. Stelle hier die Automatik ein, 40 Meilen pro Stunde. Dann lasse ich sie vorfahren, also vorausfahren, muss ich noch mal gucken, dass die Weichen richtig eingestellt sind. Die muss einmal gestellt werden. Und die hier einmal, da gehen wir noch mal einmal hier schnell zu der Diesellok Richtung B-Tier Station.
hier soll sie zum Stehen kommen. Das heißt, wir müssen hier nochmal das Gleis zurückgehen. Hier fährt sie, kann sie durchfahren. Und die Weiche müssen wir nochmal stellen. Gut, dann stellen wir jetzt nochmal schnell die Diesellokomotive auf dem Platz ab. Was für ein Problem hat sie jetzt? Ach, deswegen. Gut, okay. Schon geklärt, schon geklärt. Und wie gesagt, die Diesellok stellen wir jetzt an dem Gleis hier einmal ab. Hm, knapp 36 Fahrgäste nur. Naja, gut. Besser als gar nichts, aber Zug ist momentan an der falschen Stelle, ne? Zurücksetzen. Und so steht sie dann auch schon mal dafür bereit, wenn wir wieder auf Dieseltraktion umspannen. Gut, dann einmal die Lokbremse anziehen und so kann sie dann jetzt erstmal hier stehen bleiben. Und die Linie Lok Nummer 11 holt dann jetzt die Wagen ab oder fährt besser gesagt bis hierhin. So, dass wir die dann noch dafür sorgen können, dass sie die Wahl auch mitnehmen kann. Gut, dann gehen wir wieder zurück zur Dampflokomotive, Lok Nummer 1, die jetzt erstmal wieder den Personenzug zieht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin werde ich dann die Zeit ein bisschen vorspulen oder so, sodass wir dann rechtzeitig bei der Abfahrt des Personenzugs dann auch losfahren können, ne? Gut. Bis denn und tschüss.